willkommen zu einem weiteren Vortrag auf unserem YouTube-Kanal in der Reihe Verbrechen im alten Ägypten. Heute geht es um die Rache der Nitokris zwischen Historie und Fiktion und ich werde Sie mitnehmen auf eine Reise von der Vergangenheit bis hinein in die Gegenwart. Wir starten in der Tat in der Vergangenheit und zwar bei den antiken Schriftstellern, die über Ägypten und auch über die Person der Nitokris berichtet haben. Nitokris wird erwähnt bei fast allen historischen Schriftstellern. Zum einen bei Herodot, aber auch bei Manetho. Die beiden schauen wir uns einmal an. Von Herodot gibt es zumindest Büsten. Von Manetho haben wir kein Bild überliefert, deswegen stellvertretend hier eine Abschrift seines Werkes. Eine Geschichtsschreibung im Sinne einer strukturierten Darstellung vergangener Ereignisse durch einen Verfasser, der diese Ereignisse erforscht, interpretiert und darlegt, gibt es im alten Ägypten noch nicht. Sie beginnt erst in der griechischen Antike. Als Vater der Geschichtsschreibung galt bereits im antiken Griechenland Herodot von Halikarnassos, der um 484 bis 425 gelebt hat. Von ihm stammt das älteste erhaltene Geschichtswerk, auch wenn er darin teilweise Historisches mit mythologischen und religiösen Motiven vermischt. Herodot benennt sein neunbändiges Werk die Historien und betont nur von Zusammenhängen und Ereignissen zu berichten, bei denen er wirklich teilgehabt hat oder die ihm berichtet sind, die er erforscht hat. Darunter versteht er allerdings vor allem das Befragen von anderen Leuten, von Zeugen, vielfach ohne Quellenkritik und vom Hörensagen. Und wir wissen alle, wie das ist, wenn man unterwegs ist auf Reisen und sich von den lokalen Menschen dort etwas erzählen lässt, dass das nicht immer unbedingt auch der reinen Wahrheit entspricht, sondern gerne von einigen Anekdoten geschmückt wird. Trotzdem ist das Werk Herodots voll von wertvollen historischen Informationen. Und auch in ethnografischer und geografischer Hinsicht sind seine Historien eine wichtige Quelle und enthalten viele Hinweise auf Alltagsbräuche und religiöse Riten der damaligen Zeit. Das Werk Herodots ist als eine Art Universalgeschichte angelegt, die im Kern den Aufstieg des Perserreichs im späten 6. Jahrhundert vor Christus und die Perserkriege des frühen 5. Jahrhunderts vor Christus umfassen. In seinen Büchern beschreibt er darüber hinaus die gesamte damals bekannte Welt, von der er angibt, sie selbst bereist zu haben. Neben Ägypten will er das Schwarzmeergebiet durchquert haben und ist nach Thrakien, Makedonien und sogar bis ins Skythenland gekommen. Auch den vorderen Orient bis nach Babylon hat er seiner Aussage nach bereist. Im zweiten Band seiner Historien nun berichtet Herodot ausführlich über Ägypten, das er als einer der ersten als das Geschenk des Nils bezeichnet. Die erste Hälfte seines Werkes, seiner Abhandlung über Ägypten, ist Naturbeschreibung und der Topographie sowie den lokalen Sitten und Gebräuchen gewidmet. In der zweiten Hälfte berichtet er über die geschichtliche Entwicklung Ägyptens. Besonders oft zitiert werden seine Erwähnungen zum Pyramidenbau und auch zur Mumifizierung. Als Quellen verweist Herodot hier auf die ägyptischen Priester, die er befragt hat. Die Pyramiden waren allerdings zu Herodots Zeiten bereits 2000 Jahre alt. Das heißt, die Informationen, die er hatte, waren nicht gerade up to date. Auf ihn geht übrigens auch die Schilderung der Sklavenheere zurück, die die Pyramiden erbaut haben sollen. Etwas, das sich leider bis heute in den Köpfen der Menschen festgesetzt hat und auch noch in manchem Schulbuch tradiert wird. Der zweite Herr, den wir uns anschauen, das ist Manetho. Manethos Geschichte Ägyptens wirkt bis heute in der ägyptologischen Forschung nach, liefert sie doch die Eckdaten für die moderne Chronologie.
Manetho war der Erste, der die Geschichte Ägyptens und die Herrscherfamilien in die sogenannten Dynastien eingeteilt hat. Er war ein Priester aus Sebennytos in Unterägypten und lebte in der Regierungszeit der ersten Ptolemäerkönige. Sein Amt als Priester gewährte ihm Zutritt zu den Archiven der Tempel und dort konnte er sich auf alte Aufzeichnungen stützen. Sein wichtiges Werk, die Ägyptiaka, schrieb er als Geschichte Ägyptens von den ältesten Zeiten an bis zur makedonischen Eroberung. In drei Bücher gliedert er die ägyptische Geschichte, wie gesagt, als Erster in Dynastien. Er zählt insgesamt 30 regierende Königshäuser auf, von der Einigung um 3100 vor Christus bis zum Tod des letzten regierenden Pharaos ägyptischer Herkunft, Nektanebos II., im Jahr 343 vor Christus. Dabei beginnt Manetos Geschichte allerdings mit göttlichen Dynastien, mit göttlichen Herrschern, denen er dann die ersten menschlichen Könige folgen lässt. Problematisch ist zudem, dass große Teile seines Werkes verloren sind und die Aussagen nur in Abschriften oder Auszügen und Zitaten späterer Autoren bekannt sind. Hören wir aber einmal, was sowohl Herodot als auch Manetho über die Person der Nitokris, um die es heute gehen soll, zu sagen haben. In Herodots Historien heißt es dazu: Nach diesem zählten die Priester aus einem Papyrus die Namen von 330 anderen Königen auf. Unter all diesen Generationen von Menschen waren 18 Äthiopen und eine einheimische Frau, die Königin gewesen war. Diese Frau hatte den gleichen Namen wie die Babylonierin Nitokris. Von ihr sagten sie, sie habe ihren Bruder gerächt, den die Ägypter getötet hatten, als er König über sie war. Die aber hätten, nachdem sie ihn getötet hatten, die Königsherrschaft ihr übergeben. Für diesen also habe sie Rache genommen und viele Ägypter durch eine List umgebracht. Sie habe nämlich eine sehr große unterirdische Kammer geschaffen und, wie sie sagten, einweihen wollen, doch etwas ganz anderes zu bewerkstelligen geplant. Sie habe diejenigen von den Ägyptern eingeladen, von denen sie wusste, dass sie vor allem an dem Mord schuldig waren. Eine Vielzahl. Und als sie beim Mahl waren, habe sie den Fluss durch einen großen versteckten Tunnel hineingeleitet. Über diese sagten sie so viel. Außerdem nur noch, dass sie, als sie dies durchgeführt hatte, sich in eine Kammer voll Asche gestürzt habe, damit man keine Rache an ihr nehmen könnte. Soweit Herodot. Manetos Ausführungen zu Nitokris sind nicht ganz so ausführlich, aber nichtsdestotrotz bieten sie einen schönen Einblick. Dort heißt es nämlich in einer Version nach Eusebius: Königin Nitokris war tapferer als alle Männer ihrer Zeit, die schönste der Frauen mit heller Haut und roten Backen. Von ihr, sagt man, wurde die dritte Pyramide hochgezogen, nach dem Abbild eines Berges. In der Überlieferung nach Africanus heißt es: Nitokris, die edelste und lieblichste der Frauen ihrer Zeit, von schöner Gestalt, die Erbauerin der dritten Pyramide, regierte 12 Jahre. Und schließlich nach Synkellos: Der 22. Herrscher der Thebaner war Nitokris, eine Königin anstelle ihres Gatten. Ihr Name bedeutet siegreiche Athene. Nun, was wissen wir also über diese historische Nitokris? Wir wissen, dass sie eine Königin des Alten Reichs war, dass sie mit einem König, der ermordet wurde, verheiratet war, dass sie den Mord an ihrem Mann gerächt hat. Und aus den Aufzeichnungen von Manetho geht hervor, dass sie die dritte Pyramide erbaut haben soll, die eigentlich dem König Mykerinos zugeschrieben wurde, wenn wir nach den drei großen Pyramiden von Gizeh gehen.
Es werden ihr eine unterschiedlich lange Anzahl von Regierungsjahren zugeschrieben. Mal waren es 6, mal waren es 12. Nitokrisse, um es mal so zu sagen, gibt es eine ganze Reihe in der altägyptischen Geschichte, in der Überlieferung. Wir schauen uns zunächst einmal einige an. Wir haben zum einen Nitokris die Erste, die wir hier auf der linken Seite in einem Relief an einem Tempel sehen können. Diese Nitokris die Erste ist die älteste Tochter des Königs Psammetich des Ersten in der dritten Zwischenzeit der 26. Dynastie um 650 vor Christus. Nitokris die Erste wurde unter dem Namen Shepenupet die Dritte Gottesgemahlin des Amun in Theben. Von der Zeit her sie etwas später als die, über die uns Herodot und Manetho berichtet haben. Es gibt eine zweite Nitokris, ebenfalls in der dritten Zwischenzeit, 26. Dynastie, um das Jahr 550 vor Christus. Sie ist die Tochter des Amasis. Wir sehen sie auf der rechten Seite. Es ist eine Figur des Gottes Amun und der Name der Nitokris taucht auf der Basis dieser Amunsstatue auf, weil nämlich auch sie eine Gottesgemahlin des Amun war und ungewöhnlicherweise auch gleichzeitig die Hohepriesterin des Amun, ein Amt, das sonst normalerweise nur von Männern eingenommen wurde. Zwei überlieferte Nitokrisse mit historischen Denkmälern, die allerdings für unsere genannte Nitokris viel zu spät regiert haben. In dem Text von Herodot wurde verwiesen auf eine Nitokris von Babylon. Nitokris von Babylon lebte auch um 550 vor Christus. Laut Herodot regierte sie 5 Generationen nach Semiramis, der die berühmten hängenden Gärten zugerechnet werden. Sie war laut Herodot die Frau von einem Nabonidus, dem letzten König von Babylon, und sie war die Mutter des Belsazar, das berühmte Fest, von dem wir auch aus der Bibel berichtet haben, wo der Prophet Daniel aufgetreten ist, wo die Schrift an der Wand erschien, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, du bist gewogen und für zu leicht befunden. Darin spielt also auch Nitokris von Babylon eine Rolle. Dieser Königin wird zugeschrieben, dass sie einen künstlichen See angelegt haben soll und auch eine Brücke über den Euphrat gebaut hat. Wir sehen hier also schon eine Übereinstimmung, denn auch der altägyptischen Nitokris wird ja ein Bau zugeschrieben, in den sie dann die Personen, die am Mord ihres Mannes beteiligt waren, gerecht haben soll. Zwei weitere Nitokrisse haben wir, die allerdings für die altägyptische Betrachtung vielleicht keine ganz so große Rolle spielen. Es gibt zwei Motten. Zum einen ist es Ametris Nitokris, die Seetrauben-Spannwurm-Motte, und Proetoxoa oder Nitokris Epiplecta aus der Familie der Eulenfalter. Fragen Sie mich bitte nicht, warum gerade diese beiden Motten nun nach der Königin Nitokris benannt worden sind. Wir schauen noch einmal zurück ins alte Ägypten und schauen auf die Dramatis Personae, mit denen es wir in der nächsten Zeit hier zu tun bekommen. Die 6. Dynastie ist die letzte Dynastie des Alten Reiches. Mit Nitokris Neit Ikerti endet die 6. Dynastie. Sie ist also die letzte Herrscherin des Alten Reiches. Danach kommt die erste Zwischenzeit, eine Zeit politischer Unruhen, wo Ägypten in kleinere Fürstentümer zerfällt, wo es keine eigene Zentralmacht mehr gibt. Die letzten großen Könige der 6. Dynastie waren zum einen Nemti-Emsa-F der Erste, auch Anti-Emsa-F der Erste oder Meren-Re der Erste genannt. Altägyptische Könige haben mehr als einen Namen. Sie haben einen Geburtsnamen und nehmen dann noch 4 weitere Namen an, wenn sie den Thron besteigen, für die Königstitulatur. Der wichtigste Name aus dieser Titulatur ist der Thronname, der hier noch zusätzlich mit genannt ist.
Und in Klammern der Name, unter dem Herodot diese Könige überliefert hat. Merenre der Erste läuft hier bei ihm also unter Mentesufis. Der Nachfolger von Merenre dem Ersten war Pepi der Zweite, Neferkare oder auch Cheops, wie er genannt wurde. Pepi der Zweite kam als kleines Kind auf den Thron. Er ist also König geworden in noch sehr, sehr jungen Jahren. Und es hat zunächst seine Mutter Anches N. Pepi die Zweite die Regentschaft übernommen. So wie wir das hier unten in dieser Statue sehen, der kleine König Pepi der Zweite auf dem Schoß seiner Mutter. Jene Anches N. Pepi die Zweite war zunächst mit dem König Pepi dem Ersten und dann mit seinem Nachfolger Merenre dem Ersten verheiratet, bevor sie die Regentschaft angetreten hat. Als Pepi der Zweite alt genug war, hat er selbst die Herrschaft über Ägypten übernommen und er ist der König, von dem wir die längste Regierungszeit überliefert haben. Er hat nämlich über 90 Jahre lang regiert. Und in dieser Zeit ist die Zentralmacht über Ägypten immer weiter zerfallen. Mit Pepi dem Zweiten verbinden wir im Normalfall das Ende des Alten Reiches, aber es folgt ihm noch Nemti-Msa-F der Zweite, Merenre der Zweite und dann die Dame, die heute unsere Hauptrolle spielt, Neit-Ikerti Nitokris. Zwei Herrscher der 8. Dynastie in der ersten Zwischenzeit spielen für uns eine Rolle. Es sind die Könige Netschakara und Menkara. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum es denn dort keine 7. Dynastie gibt, nun, das liegt daran, dass wir von der 7. Dynastie keine wirklichen Königsnamen überliefert haben. Und deswegen springen wir von der 6. gleich in die 8. Soweit, so gut. Wir haben die wichtigsten Personen kennengelernt. Was wissen wir denn nun eigentlich über unsere Königin Nitokris? Wir haben von Nitokris keinerlei zeitgenössische Denkmäler überliefert. Das Einzige, was wir von ihr haben, das ist dieses kleine, hier umrundete Fragment im sogenannten Turiner Königspapyrus. Der Turiner Königspapyrus ist eine ganz wichtige Quelle für die Abfolge der altägyptischen Könige. Er datiert in die Zeit Ramses II., das heißt in die 19. Dynastie des Neuen Reiches um etwa 1250 vor Christus. Er listet rund 300 Könige auf und in seinem Fragment Nummer 43 findet sich darunter auch der Name Nitokris. Ein Papyrus mit rund 300 Königsnamen. Wenn wir an die Überlieferung von Herodot denken, der auch meint, dass die Priester ihm einen Papyrus mit 330 Königsnamen vorgetragen hatten, dann sehen wir dort eine Verbindung. Und vielleicht hat Herodot auch eine späte Abschrift dieses Turiner Königspapyrus zur Verfügung gehabt, auf die er seine Basis legt. Der Turiner Königspapyrus befindet sich heute im Museo Egizio in Turin und wir schauen uns zunächst einmal seine Erwerbungsgeschichte an. Gefunden wurde dieser Papyrus im Jahr 1820 in Luxor von Bernardino Drovetti. 4 Jahre später, 1824, wurde er vom Museo Egizio in Turin erworben und aus Luxor dorthin transportiert. Es steht zu vermuten, dass der Papyrus, als Drovetti ihn in Luxor gefunden hat, noch heil war. Er hat allerdings die weite Reise nicht überstanden und als man ihn in Turin ausgepackt hat, bestand er nur noch aus kleinen Bröseln. Der erste, der sich um den Königspapyrus bemüht hat, war Jean-François Champollion, der 2 Jahre zuvor den Code der Hieroglyphen entschlüsselt hat. Er hat sich daraufhin auf die Suche gemacht nach weiteren Königsnamen und ihm ist es auch zuzuschreiben, dass er in diesen kleinen Fetzen, die in verschiedenen Kisten aufbewahrt worden sind, auch die ersten Königsnamen erkannt hat. Er hat dann einen kleinen Teil versucht, des Papyrus zu rekonstruieren. Und 2 Jahre später, im Jahr 1826, kam dann Gustav Seyfarth,
Ein deutscher Ägyptologe, der sich ebenfalls um die Entzifferung der Hieroglyphen bemüht hat, um auch an dem Papyrus weiterzuarbeiten. Nun muss man dazu wissen, dass Champollion und Seyfarth große Konkurrenten waren. Seyfarth hat ein ganz anderes System für die Entzifferung der Hieroglyphen vorgelegt. Eines, das falsch war, das sich nicht durchgesetzt hat. Aber er war auf Champollion auch nicht wirklich gut zu sprechen. Und in seiner Biografie beschuldigt Gustav Seyfarth, also Champollion, dass er einen ganzen Teil dieses Papyrus Turin entsorgt hat. Nämlich, indem er eine Kiste von Fetzen, die Champollion für nicht aufhebenswert erachtete, in die Kloake gekippt hat. Wenn wir uns den Papyrus in seinem heutigen Zustand anschauen, dann mag man vermuten, dass Seyfarth nicht ganz im Unrecht gewesen ist, denn mit Sicherheit hat Drovetti einen fast vollständigen Papyrus in Luxor vorgefunden. Heute sind nur etwa 50% des Papyrus noch erhalten. Die heutige Rekonstruktion geht in großen Teilen auf Gustav Seyfarth zurück. Seyfarth konnte das Hieratische, in dem dieser Papyrus geschrieben ist, noch nicht lesen. Das heißt, seine Rekonstruktion bemüht vor allem die Richtung der Papyrusfasern, nach denen er sich gerichtet hat. Und er hat das Ganze so gut gemacht, dass es, wie gesagt, bis heute gilt. Champollion im Übrigen bezweifelte bis an sein Lebensende die Rekonstruktion Seyfarths, denn er konnte seinem Konkurrenten nun leider nicht zustimmen. 1865 ist der Papyrus ein weiteres Mal bearbeitet worden durch den Münchner Ägyptologen Franz Josef Laut, der die Rekonstruktion von Seyfarth in großen Teilen bestätigen konnte. Der Papyrus besteht aus insgesamt 160 Fragmenten. Er ist 1,7 Meter lang und 41 Zentimeter hoch. Im Jahr 1997 ist der Papyrus erneut bearbeitet worden, und zwar durch Kim Rühold, der Fragmente etwas hin und her geschoben und auch weitere Fragmente neu ansetzen konnte. Behalten Sie dies im Gedächtnis, das wird nämlich für den Namen der Nitokris noch ganz wichtig sein. Im Jahr 2009 hat man weitere Fragmente des Papyrus in einem Lagerraum entdeckt. Die Neuedition des Papyrus steht allerdings bis heute noch aus. Wir haben eine zweite Quelle mit Königsnamen. Das ist die sogenannte Königsliste von Abydos, die sich im Totentempel von Setos I in Abydos befindet. Sie datiert etwa in das Jahr 1285 vor Christus. Setos I. war der Vater von Ramses II., das heißt, der Turiner Königspapyrus und diese Königsliste von Abydos sind fast zeitgleich anzusetzen. Allerdings nennt die Liste hier im Tempel nur 75 Könige. Es ist eine selektive Auswahl. Die Herrscher der ersten und zweiten Zwischenzeit werden herausgelassen. Das heißt, diese chaotischen Zeiten wollte man in die Liste der Könige also nicht mit aufnehmen. Und auch andere unliebsame Könige hat man in dieser Liste herausgelassen. So etwa die Königin Hatschepsut, Echnaton und Semenchkare, Tutanchamun, Eje, aber auch andere Königinnen wie Nofru-Sobek und Taousret. Es sollte also eine bereinigte Ahnenreihe sein, vom Beginn der altägyptischen Geschichte bis zur Zeit von Setos I. Schauen wir uns einmal die Zeit an, die uns besonders betrifft. Das ist das Ende der obersten Zeile, ganz auf der rechten Seite. Dort sehen wir Neferkare, das ist der König Pepi II. Und es geht dann weiter am Anfang der zweiten Zeile, ganz auf der linken Seite. Da sehen wir zunächst den König Nemti-Emsaef II. Er wird gefolgt vom König Netscha-Ka-Re und vom König Menkare. Der Name der Nitokris fehlt in dieser Liste. Schauen wir uns nun einmal die Forschungsgeschichte an. Wir sehen schon in den antiken Dokumenten, ist Nitokris nicht überall genannt. Und sie hat rund 150 Jahre Forschungsgeschichte ausgelöst. Und die Meinungen gingen einmal zu ihren Gunsten und einmal gegen ihre Gunsten. Wir beginnen bei Ludwig Stern im Jahr 1885.
Ludwig Stern studierte zunächst romanische und orientalische Philologie. Der Einfluss von Heinrich Brugsch brachte ihn zur Ägyptologie. Er begleitete Georg Ebers nach Kairo, half bei der Edition des berühmten medizinischen Papyrus Ebers und betreute die ägyptische Abteilung der Berliner Museen. Im Jahr 1885 schrieb er in der Zeitschrift für ägyptische Sprache einen Artikel »Die Randbemerkungen zu dem manetonischen Königskanon«. Hören wir einmal dort hinein, was er schreibt. Er bezweifelt nämlich, dass es eine Königin Nitokris je gegeben hat. Es ist kaum glaublich, selbst wenn die Bauart der Pyramide des Menheres, also Mykerinos, eine solche Annahme unterstütze, dass eine Königin der 6. Dynastie das mehrere Jahrhunderte alte Grabmal eines hochgefeierten Königs, bei dem ohne Zweifel ein priesterlicher Kult bestand, für sich ausgebaut und vollendet habe, umso weniger als die Pyramiden ihrer Zeitgenossen alle beisammen südlich liegen. Ich vermute, und auch Unger scheint es anzunehmen, dass dem Nitokris Manetos der Name Netscher-Ka-Ra zugrunde liegt, den die Tafel Sethos I. auf Mentesufis merkwürdig genug folgen lässt. Das heißt, er meint also, dass es eine Königin Nitokris gar nicht gegeben hat, sondern er beruft sich auf die Königsliste von Abydos. Das liegt daran, dass Ludwig Stern auch zunächst einmal die Bedeutung von verschiedenen Überlieferungen in ihrer Wertigkeit anspricht. Für ihn heißt es nämlich, dass es zunächst Steinurkunden sind, wie die Liste in Abydos, dass man dann erst den Papyrusaufzeichnungen wie dem Königskanon von Turin glauben möge und erst dann den antiken Schriftstellern wie Manetho und Herodot. Er schreibt in seinem Artikel zum Beispiel über Manetho, dass dieser von christlichen Männern, welche keine Liebe für ihn hatten, übelst behandelt worden ist. Das heißt also, dass die Schriften der antiken Autoren verfälscht sind. Hören wir noch mal ein wenig weiter, was er sagt. Er sagt nämlich, vor allem ist Neit Ikerti kein Frauenname. Das Fragment 43, auf dem er vor Neferka, Neferes, Ra-en absteht, möchte er zur 11. und 10. Dynastie gehören, die der Papyrus nicht zu übergehen scheint. Neit Ikerti, ist das nun ein Frauenname? Ist es ein Männername? In moderner Bezeichnung würde man vielleicht sagen, nun, es ist ein genderneutraler Name. Neit Ikerti heißt übersetzt zunächst einmal nur die Göttin, Neit ist vortrefflich. Es ist zwar eine feminine Konstruktion, aber auch nur, weil sich der Name auf die Göttin Neit bezieht. Der Name an sich könnte sowohl von einem Mann als auch von einer Frau benutzt worden sein. Das heißt also, Sterns Aussage, es kann kein Frauenname sein, ist schlichtweg falsch. Es geht aber noch weiter in seinen Ausführungen, und zwar schreibt Stern, pseudomanetonisch ist die Bemerkung zu dem letzten Namen der 6. Dynastie, Nitokris. Die schöne Nitokris ist keine andere als die Buhlerin Rhodopis, mit welcher die Königin Neit Ikerti die Erste, die Tochter Psamettichs, oder Neit Ikerti die Zweite, die Tochter Nechos, verwechselt worden zu sein scheint. Herodot nennt die Nitokris in Verbindung mit den 18 äthiopischen Königen, redet also von weit späteren Zeiten als denen der 6. Dynastie. Wir haben also eine weitere Frauengestalt, die hier auftaucht. Und wenn Stern sagt, dass diese alte Nitokris, also mit den beiden spätzeitlichen Nitokrissen, verwechselt worden ist, dann ist er genau in dieser Zeit. Diese Frauengestalt, diese Rhodopis, wie er sie nennt, die kennen wir nämlich auch aus den historischen Berichten. Wir hören noch einmal in Herodot hinein, was er dort sagt. Herodot sagt, eine Pyramide hinterließ auch er, und zwar eine viel kleinere als sein Vater,
die an jeder Seite, sie war viereckig, 280 Fuß lang und zur Hälfte aus äthiopischem Stein war. Die sei, wie einige der Griechen sagen, die der Hetäre Rhodopis, doch sagen sie dies nicht zu Recht. Also, er weist dieses Gerücht von sich, dass diese dritte Pyramide also von jener legendären Rhodopis geschaffen worden ist. Wir kennen Rhodopis auch noch aus anderen Berichten, und zwar bei Strabo. Bei Strabo heißt es zu dieser Rhodopis: Die Pyramide wird das Grab der Hetäre genannt, das von ihren Liebhabern errichtet sein soll. Der Hetäre, die Sappho, die Liederdichterin Doricha, nennt und die Geliebte ihres Bruders Charaxos war, der als Kaufmann lesbischen Wein nach Naukratis zu bringen pflegte. Andere dagegen nennen sie Rhodopis. Man fabelt, dass, als sie sich badete, ein Adler ihrer Dienerin einen ihrer Schuhe entriss, nach Memphis brachte und, als der dem König, der im Freien zu Gericht saß, zu Häupten war, ihm den Schuh in den Schoß fallen ließ. Dieser, sowohl durch die Form des Schuhs als auch durch das Wunderbare des Vorfalls dazu ermuntert, habe im Lande umhergeschickt, um nach der Frau zu suchen, die diesen Schuh trug. Und als sie in der Stadt der Naukratiter gefunden worden war, habe man sie zu ihm gebracht und sie sei die Frau des Königs geworden. Als sie gestorben war, habe sie besagtes Grab bekommen. Nun, diese Geschichte, der verlorene Schuh, der König, der die arme Magd sozusagen heiratet, ja, das kennen wir aus ganz anderen Zusammenhängen. Und so wird Rhodopis also auch gerne die altägyptische Cinderella, das altägyptische Aschenputtel genannt. Stern bringt nun diese beiden Legenden, die irgendwie mit der dritten Pyramide zusammenhängen, zusammen, sagt aber gleichzeitig, dass es eine Nitokris als Königin nicht gegeben hat, sondern dass es eine Verwechslung war. Schauen wir, was die Forschungsgeschichte weiter sagt. In der Forschungsgeschichte als Nächsten haben wir Sir William Matthew Flinders Petrie. Er war Autodidakt, wurde gefördert vom Egypt Exploration Fund von Amelia Edwards. Ab 1883 grub er in Ägypten und hat an so ziemlich allen Stellen gegraben, an denen man nur graben konnte. In Illahun, Gurob, Hawara, Tanis, Amarna und so weiter. Er hatte den ersten Lehrstuhl in Ägyptologie in England inne und gilt als Vater der Ägyptologie. Natürlich hat auch er sich zu der Geschichte um Nitokris geäußert. 1894 schrieb Petrie A History of Egypt from the Earliest Kings to the 16th Dynasty. Er wiederum setzt nun Nitokris mit Menkara gleich, den wir auch hier in diesen Listen schon kennen, der Nachfolger von Netscherkara ist. Petrie glaubte, dass Menkara nun eine Verlesung von Menkaure, also Mykerinos, war und dass es deswegen zu dieser Verwechslung kam und dem König Menkaure die Pyramide zugeschrieben worden ist. Auch er sagt also, dass es eine Königin Nitokris nicht gegeben hat. Für Nitokris in die Bresche springt Percy Newberry. Ägyptologe und Botaniker, er arbeitete am British Museum und ab 1884 ebenfalls für den Egypt Exploration Fund. Er unternahm Grabungen in Beni Hassan und war in Theben West bei der Ausgrabung von Carter von Tutanchamun zugegen. 1943 schrieb er im Journal of Egyptian Archaeology Queen Nitokris of the Sixth Dynasty. Er bringt Nitokris in Übereinstimmung mit der Königin Neit, der Ehefrau von Pepi II. Und er meint, dass zwar über Nitokris gesagt würde, sie hätte die dritte Pyramide erbaut, aber das müsse ja nicht unbedingt auf die drei großen Pyramiden von Gizeh hinweisen. Nitokris bzw. Neit, so mutmaßt er, sei die älteste Tochter des Königs Pepi I., wäre verheiratet gewesen mit Merenre I., das wäre dann der König, der ermordet wurde, allerdings gibt es dafür keine Beweise und auch Newberry bringt keine Belege an.
Dann hätte jene Neid Nitokris den kindlichen König Pepi den Zweiten geheiratet und konnte mit dieser Macht also ihren Bruder Merenre den Ersten rächen. Diese historisch belegte Königin Neid, von der wir auch hier ein Relief sehen, die hatte in der Tat eine Pyramide, die wir hier ganz rechts im Bild sehen, eine kleine Königinnenpyramide. Newberry bringt auch das Argument, dass als Zusatzname in diesem nur noch sehr schlecht erhaltenen Kartusche in dem Relief er meint, den Namen Menkara zu lesen und dass es vielleicht auch, wie auch schon Flinders Petrie sagte, zu dieser Verwechslung gekommen sei. Allerdings passt das Ganze zeitlich nicht. Wenn wir uns das einmal vergegenwärtigen, dann soll diese Königin Neid also mit dem Vorgänger von Pepi, dem Zweiten, verheiratet gewesen sein, soll den kindlichen König Pepi geheiratet haben, müsste dann aber auch nach seinem Ableben noch selbst Herrscherin gewesen sein. Und da Pepi nachweislich über 90 Jahre regiert hat, müsste sie also weit über 100 gewesen sein. Das heißt, schon da funktioniert es mit der Argumentation von Newberry leider nicht. Der nächste, der sich der guten Nitokris zuwendet, ist Hans Gödicke, österreichischer Ägyptologe, Assistent am Kunsthistorischen Museum Wien. Er lehrte dann in Amerika an der Brown University in Providence, arbeitete für die UNESCO am Abu Simbel-Projekt und nach einer Station in Göttingen ging er zur Lehre nach Baltimore. Sein Schwerpunkt war die altägyptische Sprache und Epigraphik des Alten Reiches. 1962 schrieb er zur Chronologie der sogenannten ersten Zwischenzeit. Er vermutet, wie ich schon angesprochen habe, dass der Turiner Königspapyrus die Quelle von Herodot sei. Und wie Stern setzt er Nitokris mit dem König Netscherkara gleich und streitet ihre Existenz ab. Spannend ist, dass Gödicke in seinem Aufsatz Stern nicht zitiert. Es steht also zu vermuten, dass er dieses Argument, was Stern schon viel früher gebracht hat, einfach gar nicht kannte. Und das zeigt sich auch im Folgenden, dass nicht jeder, der sich mit Nitokris auseinandergesetzt hat, notwendigerweise auch alles wusste und gelesen hat, was vor ihm oder ihr schon dazu bearbeitet wurde. Der nächste, der sich mit Nitokris auseinandersetzt, ist der Vater der altägyptischen Chronologie, wenn man so sagen will, Jürgen von Beckerath. Er hat in München Ägyptologie studiert, lehrte auch in München und wurde dann Ordinarius in Münster. Er widmete sich der altägyptischen Chronologie. Sein wichtigste Werke waren das Handbuch der altägyptischen Königsnamen und die Chronologie des pharaonischen Ägypten. 1962 schrieb er im Journal of Near Eastern Studies »The Date of the End of the Old Kingdom of Egypt«. Von Beckerath zweifelt die Existenz von Nitokris nicht an. Er hält ihre Abwesenheit in der großen Liste von Abydos für ein Zeichen, dass sie nur als Regentin, nicht als König geherrscht hat. Fraglich ist dann aber, warum der Papyrus von Turin ihren Namen in einer Kartusche schreibt. Eine Kartusche war nämlich wirklich nur den regierenden Königen vorbehalten. Von Beckerath führt das auch in allen seinen weiteren Publikationen vor, bis zuletzt in das Handbuch der Königsnamen in der Ausgabe von 1999. Ebenfalls für die Existenz von Nitokris spricht sich Christian Civy Coche aus. Sie studierte in Paris Ägyptologie, arbeitete für das Institut Français und forscht zum Schwerpunkt der altägyptischen Religion. Sie beschäftigt sich ausführlich mit der Legende um Nitokris und Rhodopis und stellt die Existenz von Nitokris nicht in Abrede. 1972 schreibt sie im Bulletin des Instituts Français d'Archéologie Orientale zu Nitokris, Rhodopis et la Troisième Pyramide de Giza. Das heißt aber über die Legende eben der dritten Pyramide. 1982 verfasst sie für das Lexikon der Ägyptologie den Eintrag zu Nitokris und auch hier wird ihre Existenz nicht angezweifelt. Wir nähern uns langsam den modernen Zeiten und damit Kim Rühold
aus dem Jahr 2000. Kim Rühol studierte in Kopenhagen, Berlin und Würzburg. Er arbeitet als außerplanmäßiger Professor an der Uni Kopenhagen und ist Kurator der Papyrus Karlsberg Sammlung. Sein Forschungsschwerpunkt ist die altägyptische Geschichte und Literatur. Und er hat ab 1994-95 für seine Habilarbeit zur zweiten Zwischenzeit den Papyrus in Turin neu bearbeitet. Er konnte Fragmente neu ordnen und auch noch weitere hinzufügen. Wenn wir uns das Ganze anschauen, dann ist es ihm gelungen, dass er die Anzahl der Namen im Turin-Papyrus mit den in Abydos genannten Namen in Übereinstimmung bringen konnte. Also auf der linken Seite zunächst vor der Neuordnung und dann nach der Neuordnung und auf der rechten Seite die Namen im Abydos-Kanon und die im Turiner Königspapyrus, die nun nach seiner Neuordnung genau passen. Er hat dieses kleine Fragment Nummer 43, wo sich der Name der Nitokris drauf befindet, zu dem auf der rechten Seite befindlichen Fragment etwas nach unten gesetzt und konnte ein weiteres Papyrusfragment anschließen. Darüber schreibt er im Jahr 2000 in der Zeitschrift für ägyptische Sprache »The Late Old Kingdom in the Turin King List and the Identity of Nitokris«. Er ergänzt nach der Kartusche der Nitokris nun den Zusatz Sa-Tach, der Sohn des Tach, und begründet damit, dass es sich hierbei um einen männlichen Herrscher handeln muss, mit dem Namen Sa-Tach oder auch Sib-Tach, den er wiederum mit dem König Netscherkara in Übereinstimmung bringt. Er hält Nitokris für eine korrupte Schreibung des Namens Netscherkara. Wobei man dazu sagen muss, wir haben es vorhin bei Stern gesehen, die beiden Kartuschen von Nitokris und von Netscherkara sind massiv unterschiedlich. Rühol schließt seinen Artikel mit den Worten »The new reconstruction of the Turin King List seems to solve the problem concerning the identity of Nitokris once and for all«. Weise Worte, allerdings gibt es zu seinem Artikel bereits einen Appendix von James P. Allen, in dem James P. Allen schon leichten Widerspruch an dieser Theorie anbringt. James P. Allen bringt an, dass die phonologischen Unterschiede der beiden Namen signifikant sind. Wenn wir uns das Ganze anschauen, dann haben wir, wenn wir die beiden Namen phonologisch, also wie man sie im alten Ägypten ausgesprochen hat, rekonstruiert, dann haben wir Nitokris als Nitakrati und Netscherkara als Natschrikaria. Nitakrati und Natschrikaria hören sich ganz, ganz unterschiedlich an. Und James P. Allen widerspricht damit der Theorie von Rühold, dass es sich bei der Abschrift um einen Hörfehler gehandelt hat und dass also der Schreiber statt Netscherkara Nitokris geschrieben hat. Das Ganze führt noch zu weiteren Problemen. Das hieße ja, dass der Schreiber eben keinen vorherigen Papyrus, keine vorherige Liste kopiert hat, sondern dass er quasi nach Diktat geschrieben haben müsse. Und vor allem, dass es auch keine Revision des abgeschriebenen Papyrus gegeben hat, dass also nie quasi wieder jemand auf diesen Papyrus drauf geguckt hat und demjenigen dieser Fehler aufgefallen ist. Das heißt also, schon hier kurz nach dem Erscheinen dieses Artikels regt sich der erste Widerspruch. Schauen wir ein Stückchen weiter in das Jahr 2007 zu Edward Browarski. Er promovierte in Chicago in Ägyptologie, arbeitete im Museum of Fine Arts in Boston und lehrte an der Brown University in Providence mit dem Spezialgebiet für Epigraphie. Er schrieb im Jahr 2007 King Netscherkara Iemhetep Sa-Ptach. Er stimmt Rühols These insoweit zu, dass Nitokris der König Netscherkara ist. Er bringt ausgehend von dem nun bekannten Zusatz Sa-Ptach einen weiteren König ins Spiel, und zwar einen König Imhotep, der aus mehreren Graffiti unter anderem im Wadi Hammamat bekannt ist. Mit einer möglichen Lesung eines Zusatznamens dieses Königs Imhotep Netscherkara. Er bringt die Theorie an, dass
Sabtach ein spätes Epitheton, ein späterer Zusatz ist, den der Schreiber mit dem berühmten Baumeister Imhotep, der in der Tat Sabtach, Sohn des Ptach genannt wurde, in Verbindung gebracht hat und es deswegen zu diesem König Nitokris Netscherkara dazugesetzt hat. Gut, wir nehmen das einfach mal so hin und gehen einen Schritt weiter in das Jahr 2010 zu Vivian Gay Callender. Sie forscht zum Schwerpunkt der Sozialgeschichte und den königlichen Frauen im Alten Reich. Sie schreibt 2010 den Artikel Queen Night Ikreti Nitokris. Dort drin widerspricht sie der Rühold-These aufs Schärfste und meint, dass Nitokris unzweifelhaft ein weiblicher Name sei. Es gäbe eine lange Tradition königlicher Frauen in Verbindung mit Neith im Alten Reich. Die schon gehörte Königin Neith, die zu Pepi II. Gehört, aber auch die Königinnen Merit Neith und Neith-Hotep, hingegen keine männliche Person, die mit einem Namensbestandteil Neith in Verbindung zu bringen ist. Sie bringt an, dass Sabtach oder auch Sibtach als Name vor der 12. Dynastie unbelegt sei und im königlichen Bereich überhaupt erst ab der 19. Dynastie auftaucht und hält Sabtach ebenfalls für eine spätere Einfügung. Sie bringt an, dass Sabtach, auch wenn es eine männliche Konnotation ist, nicht unbedingt auch bei einem weiblichen Namen stehen konnte. Der königliche Zusatz Sa-Ra, also der Sohn des Sonnengottes Ra, wäre nämlich auch bei mehreren weiblichen Herrscherinnen belegt, so bei Nofru-Sobek, bei Hatschepsut und Ta-Usret, die als weibliche Personen, als weibliche Könige trotzdem sich Sa-Ra genannt haben. Bezüglich der Pyramide bringt Vivian Callender die Theorie, dass möglicherweise die Pyramide des Ibi in Saqqara Süd die unfertige Pyramide der Königin Nitokris sein könnte und diese von Ibi, dem nur 2 Jahre Regierungszeit zugesprochen werden, fertiggestellt wurde. Die Pyramide des Ibi ist höchst ungewöhnlich und ähnelt vom Aufbau her den Königinnenpyramiden, wie wir sie auch aus anderer Zeit kennen. Während diese Königinnenpyramiden aber immer in unmittelbarer Nähe zu einer Königspyramide liegen, ist diese hier nur vereinzelt und nutzt zusätzlich noch dazu den Aufweg zur Pyramide von Pepi II. Callender schließt ihren Artikel mit den Worten: It is to be hoped that Kim Ryholt's forthcoming book on the Turin canon will shed further light on Egypt's oldest dynasties. Weise Worte aus dem Jahr 2010. Wir haben nun 2022. Es ist bisher leider noch kein derartiges Buch erschienen. Kommen wir zum letzten in unserer Reihe. Marc Brose, tätig an der Universität in Leipzig. Er bringt im Jahr 2018 in den Göttinger Miszellen den Artikel Neue Fragen zur, in Klammern, Nicht-Existenz der Königin Nitokris. Auch er äußert berechtigte Zweifel an der These von Rühold und stimmt James P. Allen zu mit der Lesung Nitakrati versus Natschrikaria, dass es sich hierbei um keinen Hörfehler handeln kann. Er bringt weiterhin an, dass Frauen in der Königsliste von Abydos generell fehlen, Nofru-Sobek und Hatschepsut, und er bringt ebenfalls an, dass maskuline Namensbestandteile bei Königinnen auftauchen können und hält Sabtach für einen Zusatz aus ramessidischer Zeit. Spannend ist, dass es im Prinzip die gleichen Argumente sind, die Gay Callender aufbringt und Brose Callender in seinem Artikel wiederum nicht zitiert, hingegen aber alle anderen. Auch hier sehen wir, dass es also nicht immer alle Querverbindungen zu allen gibt, die zu Nitokris gearbeitet haben. Marc Brose wiederum schließt seinen Artikel mit den Worten: Daraus folgt, die Wahrscheinlichkeit für die Existenz einer Königsgestalt mit Namen Nitokris ist wieder gestiegen. Diese Person war wahrscheinlich weiblichen Geschlechts, wie der nur für Frauen überlieferte Name Nitokris nahelegt.
Wenn wir uns das Ganze anschauen, dann steht es nun 5-5. 5 Forschende, die sich für die Existenz von Nitokris aussprechen, 5, die sich dagegen aussprechen. Bei den Recherchen zu Nitokris bin ich noch auf eine ganze Reihe anderer Argumente gestoßen, denen ich nicht allen nachgehen konnte. Eine Spur beispielsweise führte in die 4., 5. Dynastie zum Grab der Königin Chentkaus, der Frau von Chepseskaf, Mutter von Userkaf, die ebenfalls im Gebiet von Giza ein Grabmal hat, das eine ganz ungewöhnliche Form hat, eine Mischung zwischen Mastaba und Pyramide ist. Und vielleicht liegt bei Chentkaus ein historisches Vorbild für die Königin Nitokris, aber das hätte an dieser Stelle zu weit geführt. Eine ganz spannende Spur führt in den Herbst des Jahres 2021, also noch ganz frisch. Es ist eine Theorie, die Stefan Wimmer in der Festschrift für Regine Schulz geäußert hat. Stefan Wimmer studierte Ägyptologie und Archäologie in Jerusalem, Vor- und Frühgeschichte, provinzialrömische Archäologie und katholische Theologie an der LMU in München. Er ist Lehrbeauftragter für Ägyptologie und Fachreferent für Hebraika und Alter Orient in der Bayerischen Staatsbibliothek. Stefan Wimmer bringt nun die Königin Nitokris, deren Existenz er in keinster Weise anzweifelt, mit der Königin von Saba in Übereinstimmung. Wie kommt er darauf? Nun, die Königin von Saba ist historisch in der Zeit um das 10. Jahrhundert vor Christus zu verorten. Wir kennen ihre Geschichte aus der Bibel. Und Wimmer bringt nun das Argument, dass der Einfluss des alten Ägypten auf das Alte Testament in der 25., 26. Dynastie, also der Zeit der Kuschitenherrschaft in Ägypten, am größten gewesen sei und dass es in dieser Zeit enge Beziehungen von Ägypten mit dem Königreich Juda Israel gegeben hat. Die Kuschitenherrschaft, das ist die Zeit der sogenannten schwarzen Pharaonen, wo also kuschitische Herrscher über Ägypten geherrscht haben, die aus dem südlichen Nachbarland Ägyptens. Kusch wird damit mit Ägypten gleichgesetzt, weil es sich unter einer Herrschaft befindet. Im Bereich Nubien und im späteren Meroe haben die Frauen als Königinnen schon immer eine ganz wichtige Rolle gespielt. Die Kandake, die Königin, war entweder die Mutter des regierenden Königs, seine Frau, seine Schwester oder auch seine Tochter und hat eine ganz essentielle Rolle gespielt. Und er vermutet nun, dass daraus die Königin von Saba entstand. Man hat schon in früheren Zeiten versucht, die Königin von Saba mit altägyptischen Herrschergestalten in Übereinstimmung zu bringen, unter anderem mit der Königin Hatschepsut und ihrer Expedition nach Punt. Von der Königin von Saba wissen wir auch aus weiteren afrikanischen Berichten, so zum Beispiel aus dem Kebra Negast aus Äthiopien. Das ist die Schrift mit dem Namen der Ruhm der Könige. Dort wird der Königin von Saba der Name Makeda zugesprochen. Und in diesem Kebra Negast wird berichtet, dass die Königin von Saba mit Salomon den Sohn Menelik haben sollte. Er ist der Ahn der äthiopischen Königsdynastie und man glaubte, dass Menelik aus Jerusalem die Bundeslade entführt haben solle und sie nach Äthiopien, nach Aksum gebracht habe, wo sie auch heute noch aufbewahrt wurde. Stefan Wimmer beruft sich in seinem Artikel vorwiegend auch auf Flavius Josephus, einen weiteren der antiken Historiker. Flavius Josephus, etwa 37 bis 100 nach Christus, wurde als Josef ben Matthiahu in Jerusalem geboren. Während des jüdischen Krieges gegen Rom geriet er in Gefangenschaft und nach der Überlieferung wurde er aufgrund einer Weissagung, in dem er dem Vespasian die Herrschaft als Kaiser prophezeite, freigelassen. Als Vespasian im Jahr 69 von seinen Truppen zum Kaiser ausgerufen wurde. Flavius Josephus tritt in den Dienst der Römer und kommt so im Gefolge von Vespasian auch nach Alexandria
Und unter Titus, dem Nachfolger Vespasians, erhält er das römische Bürgerrecht, eine Villa und eine Pension, die es ihm erlaubt, sich seinen Forschungen zu widmen. Nun nennt er sich latinisiert und zu Ehren seiner flavischen Förderer Titus Flavius Josephus. Er hat zunächst ein Werk über die Geschichte des jüdischen Krieges verfasst und dann ein 20-bändiges Werk Antiquitates Judaica über die Geschichte des jüdischen Volkes. In diesen Antiquitates Judaica hat er die Königin von Saba als Herrscherin von Ägypten und Äthiopien überliefert, mit einem Verweis auf Manetho. Und er bringt auch ihren Namen an, und zwar nennt er sie Nikaule. Und wir hören einmal in das, was Flavius Josephus geschrieben hat, hinein. Er schreibt nämlich: Das halte ich auch für die Ursache, weshalb Herodot von Halikarnassos nach Minaios, dem Gründer von Memphis, noch von 330 Königen spricht, ohne ihren Namen zu nennen. Sie hießen eben alle Pharao. Sobald aber eine Königin zur Regierung gelangte, nennt er ihren Namen Nikaule. Offenbar, weil alle Könige denselben Namen führten, den aber ein Weib sich nicht beilegen konnte, weshalb er die Königin mit ihrem Eigennamen nennen musste. Ich habe auch in unseren Archiven gefunden, dass nach dem Pharao, der Solomons Schwiegervater war, kein König der Ägypter mehr so genannt wird und dass die vorhin erwähnte Königin als die Herrscherin von Ägypten und Äthiopien bezeichnet wird, die den Solomon besuchte. Von ihr werde ich gleich Näheres bringen. Also, Nitokris Nikaule als Königin von Saba. Warum hat er sie nun unbedingt mit Nitokris in Übereinstimmung gebracht, der gute Flavius Josephus? Nun, weil sie seiner Meinung nach die einzige regierende Frau über Ägypten war. Von Hatschepsut und Nofretete hat man zu seiner Zeit noch nicht wirklich viel gewusst. Und die berühmte Kleopatra die Siebte war in dieser frühen römischen Zeit politisch einfach zu aufgeladen, als er das dort mit hineinbringen konnte. Nikaule, Nikaula, kennen wir auch aus einem anderen Zusammenhang. Und jetzt sind wir fast in unserer heutigen Zeit noch wieder angekommen. Und zwar aus dem Brooklyn Museum, aus dem Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art. Dort hat nämlich die feministische Künstlerin Judy Chicago in den Jahren 1974 bis 1979 ein Kunstwerk geschaffen, das sich The Dinner Party nennt. Hier hat sie den wichtigsten Frauen der Weltgeschichte ein Denkmal gesetzt. Man hat zunächst 39 Place Settings auf diesen Tischen angeordnet. Eines von diesen Gedecken ist der Königin Hatschepsut gewidmet. Und auf dem Boden zwischen diesen Tischen gibt es den sogenannten Heritage Floor, wo noch einmal 999 wichtige Frauengestalten genannt werden. Dazu gehören Makeda und Nikaula als Königin von Saba. Dazu gehört Nitokris, allerdings die Nitokris von Babylon, nicht unsere, und noch eine Reihe weiterer altägyptischer Frauengestalten. Damit verlassen wir fast schon die historischen Belege von Nitokris. Und wir haben gesehen, die einen sprechen sich für sie aus, die anderen sprechen sich gegen sie aus. Sie hat aber seit jeher die Fantasie und auch die Kreativität der Menschen beflügelt. Das schauen wir uns im Folgenden einmal an, denn Nitokris hat auch in die Literatur Einzug gefunden. So zum Beispiel im Jahr 1895-96 bei Boleslaw Prus, einem der bekanntesten polnischen Schriftsteller, der von 1847 bis 1912 gelebt hat. Boleslaw Prus beschäftigte sich mit den sozialen und gesellschaftlichen Verhältnissen seiner Zeit und war auch politisch aktiv. Er schrieb im Jahr 1895-96 den Roman Pharaon. Die Handlung des Romans setzt er an das Ende der 20. Dynastie, also an das Ende des Neuen Reiches. Handlungsträger sind die fiktiven Könige Ramses XII. Und Ramses XIII.
In der Realität ging es nur bis Ramses dem 11. Und er sieht diese Geschichte als ein Sinnbild für den Verlust der Unabhängigkeit Polens, seines Heimatlandes. Die Ehefrau dieses fiktiven Königs Ramses des 12. nun trägt in seinem Roman den Namen Nikotris, also mit zwei vertauschten Buchstaben. Dieser Roman wurde auch im Jahr 1966 verfilmt und unten im Bild sehen wir also jene Königin Nikotris. Edward Plunkett, der 18. Baron Danceny, lebte von 1878 bis 1957. Er war ein irischer Schriftsteller und einer der ganz frühen Vertreter der Fantastik bzw. der Fantasy, wie wir heute sagen würden. Er schuf seine ganz eigene Welt mit Namen Pegana, schuf dafür eine eigene Mythologie und Geschichte und Sprache noch lange vor Tolkien. Edward Plunkett, der Baron Danceny, hat Kurzgeschichten und Bühnenstücke geschrieben, Lyrik und auch verschiedene Romane. Und im Jahr 1917 hat er das Bühnenstück Plays of Gods and Men geschaffen, darunter eine Abhandlung The Queen's Enemies, basierend auf der Erzählung Herodots, wobei hier die handelnde Königin unbenannt bleibt. Er weist ihr keinen Namen zu, aber die Geschichte ist genau die, die wir von Herodot überliefert haben, die Rache am ermordeten Gemahl und die Überflutung des unterirdischen Gemäuers. Dieses Bühnenstück, The Queen's Emissaries, wurde unter anderem auch in New York aufgeführt und bei einer dieser Aufführungen war ein anderer Schriftsteller zu Gast, der, um es mal so zu sagen, Fan von Lord Danceny war und von ihm in seinem eigenen Schreiben stark beeinflusst worden ist. Und zwar war das H.P. Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft, 1890 bis 1937, ist einer der bedeutendsten Autoren fantastischer Horrorliteratur des 20. Jahrhunderts. Er ist der Erfinder des Cthulhu-Mythos, schuf vorwiegend Kurzgeschichten und Erzählungen, aber auch eine ganze Reihe von Essays und führte eine umfangreiche Korrespondenz. Er schrieb in seinem doch recht kurzen Leben rund 90.000 Briefe. 1921 veröffentlichte oder schrieb er die Geschichte der Außenseiter, die im Jahr 1926 im Magazin Weird Tales veröffentlicht worden ist. Aus der Ich-Perspektive erzählt hier ein nicht weiter vorgestellter Erzähler von seinem Leben in einem seltsamen, finsteren Schloss, das er nie verlassen hat. Es gibt keine anderen Menschen. Und irgendwann kommt dieser Ich-Erzähler auf die Idee, dass er den höchsten Turm des Schlosses besteigen will, um seine Umgebung in Augenschein zu nehmen. Und er findet in diesem Dach des Turmes eine Klappe und als er diese Klappe öffnet, diese Falltür und hindurchsteigt, steht er auf einer Wiese und sieht vor sich ein ganz ähnliches Schloss wie das seinige, das hell erleuchtet ist und dem eine Festgesellschaft stattfindet. Er betritt nun dieses Schloss und die Festgesellschaft bricht in Entsetzen aus und flieht und dieser Ich-Erzähler vermutet, dass es sich um ein seltsames Wesen handelt, was die Leute dort verschreckt hat, ein Wesen, das er auch in einer Glasscheibe zu erkennen vermag. In dieser Geschichte taucht nun auch die Königin Nitokris auf. Und wenn wir einmal dort hineinhören, dann heißt es dort in der Geschichte: Wie im Traum floh ich aus diesem gespenstischen, verfluchten Gebäude und rannte rasch und lautlos durchs Mondlicht. Als ich auf den Friedhof mit seinen marmornen Säulen zurückkehrte und die Stufen wieder hinabging, ließ sich die steinerne Falltür nicht mehr öffnen. Doch das tat mir gar nicht leid, denn ich hatte das uralte Schloss und die Bäume ohnehin gehasst. Jetzt reite ich gemeinsam mit den schadenfrohen und freundlichen Gulen auf dem Nachtwind und spiele bei Tag in den Katakomben des Neferen Ka im versiegelten und unbekannten Tal von Hadot am Nil. Ich weiß, dass ich nie das Licht sehen werde, bis auf das des Mondes über den Felsgräbern von Neb, und für mich gibt es auch kein Vergnügen,
außer den unbeschreiblichen Festen der Nitokris unter der großen Pyramide. Doch in meiner neuen und wilden Freiheit ist mir die Bitterkeit meines Andersseins beinahe willkommen. Nitokris ist in dieser Geschichte also zu einer Ghul-Königin geworden, die unter der großen Pyramide haust. Auch Der Außenseiter wurde verfilmt, den Jahren 1995 und 2020 unter dem Namen Castle Freak. Allerdings taucht Nitokris in diesen beiden Verfilmungen nicht auf und ich glaube, man hat auch nicht groß etwas verpasst, wenn man sie nicht gesehen hat. H.P. Lovecraft lässt Nitokris noch in einer zweiten Geschichte auftauchen, und zwar 1924, ebenfalls in Weird Tales veröffentlicht, Gefangen bei den Pharaonen. Es ist eine Auftragsarbeit für den Herrn, den wir hier in der Mitte sehen, und zwar für Harry Houdini. Für diese Geschichte hat Howard Lovecraft im Metropolitan Museum of Art recherchiert. Er hat dann diese Geschichte geschrieben und verlor das ursprüngliche Manuskript, was eigentlich Under the Pyramids hieß, 1924 auf dem Bahnhof von Providence auf dem Weg zu seiner Hochzeit in New York. Und er hat seine Flitterwochen in Philadelphia damit verbracht, diese Geschichte neu zu schreiben, die dann Imprisoned with the Pharaohs hieß. Aus der Ich-Perspektive des Entfesselungskünstlers Harry Houdini wird diese Geschichte erzählt. Houdini soll also angeblich 1910 zwischen verschiedenen Touren nach Kairo gereist sein und wird dort in eine ganz fantastisch anmutende Geschichte verwickelt. Er wird nämlich entführt und wird in der Nähe der großen Pyramiden des Nachts in einen tiefen Schacht hinabgelassen, gefesselt. Natürlich kann er sich als Entfesselungskünstler befreien und wird dann in diesen unterirdischen Räumen unter der großen Pyramide und der Sphinx Zeuge von seltsamen Riten, die dort vor sich gehen. Und wenn wir in diese Geschichte einmal hineinhören, dann taucht Nitokris sogar ein paar Mal auf. Und zwar zunächst am Anfang, wo die Umgebung geschildert wird, bevor er entführt wird. Dort heißt es nämlich: Nun erblickten wir am Schluss der Allee die riesigen Pyramiden, ghulenhaft und von einer vagen vorzeitlichen Bedrohlichkeit, für die ich anscheinend bei Tage unempfänglich gewesen war. Selbst der kleinsten von ihnen haftete ein Hauch des Schaurigen an. War nicht diese es gewesen, worin Königin Nitokris während der 6. Dynastie lebendig begraben wurde? Jene raffinierte Königin Nitokris, die einst all ihre Feinde zu einem Festmahl in einem Tempel unter dem Nil einlud und sie ertränkte, indem sie die Schleusen öffnen ließ? Ich entsann mich, dass die Araber Dinge über Nitokris munkeln und die dritte Pyramide während bestimmter Mondphasen meiden. Also, Lovecraft nimmt auch hier wiederum Bezug auf die Geschichte, die schon von Herodot überliefert worden ist. Gegen Ende der Geschichte hat Nitokris sogar noch einen persönlichen Auftritt. In diesen seltsamen Riten dort unter der Pyramide heißt es dann nämlich: Unmittelbar vor ein klaffendes Zyklopentor warfen die Wesen Gegenstände, offenkundig Opfergaben oder Götterspenden nach ihren Gesten zu urteilen. Chephren war ihr Oberhaupt. Der hohnlächelnde König Chephren oder der Führer Abdul Reis, der, von einem goldenen Pschent gekrönt, mit hohler Totenstimme endlose Litaneien intonierte. An seiner Seite kniete die schöne Königin Nitokris, die ich einen Augenblick lang im Profil erblickte und bemerkte, dass ihre rechte Gesichtshälfte von Ratten oder sonstigen ghulischen Geschöpfen weggefressen war. Und ich schloss abermals die Augen, als ich sah, welche Objekte als Opfergaben vor die Pestöffnung oder die womöglich darin hausende Gottheit hingeklatscht wurde. Also, aus Nitokris ist inzwischen die unheilige Königin der Ghule geworden, die unter seltsamen Räumen unter den Pyramiden lebt. Ein weiterer Schriftsteller nimmt sich der Geschichte von Nitokris an, und zwar ist es Tennessee Williams, der von 1911 bis 1983 lebte, Pulitzer-Preisträger,
mit den bekannten Werken Endstation Sehnsucht, Die Katze auf dem heißen Blechdach, die alle ebenfalls verfilmt worden sind. Er schuf vor allem Theaterstücke. Sein allererstes verkauftes Werk, was er im Alter von nur 16 Jahren geschrieben hat, nennt sich The Vengeance of Nitocris und wurde ebenfalls im Magazin Weird Tales veröffentlicht. Es war 1928, also seine erste veröffentlichte Geschichte, und legte die Grundlage für spätere Werke. Sie hält sich sehr dicht an den Text von Herodot. Sowohl die Texte von Howard Phillips Lovecraft als auch von Tennessee Williams sind inzwischen frei verfügbar. Wir verlinken sie in den Anmerkungen zu unserem YouTube-Video, so dass Sie dort also selbst auch noch einmal die Geschichte von Nitocris in ihren verschiedenen Varianten nachlesen können. Der letzte, der sich schließlich auch mit Nitocris beschäftigt hat, ist der ägyptische Schriftsteller Najib Mahfouz. 1911 bis 2006. Er gilt als der bedeutendste ägyptische Schriftsteller. Er wurde 1988 als erster arabischsprachiger Autor mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet und schrieb 1943 den Roman Radubis, der erst im Jahr 2006 auf Deutsch erschienen ist. In diesem greift er noch einmal die Geschichte der Hetäre Rhodopis auf und setzt sie in Verbindung mit dem Pharao Merenre II., dessen Frau, wie er sagt oder wie er fabuliert, Nitocris ist. Wir haben also auch hier wiederum eine Verbindung von Nitocris und Rhodopis. Dieses Buch gehört zur Ideologie des sogenannten Pharaonismus, was also in dem arabischen Ägypten das kulturelle Erbe noch einmal besonders herausgreifen will, eine Strömung, die vor allem in den 20er und 30er Jahren in Ägypten sehr weit verbreitet war. Auch Radubis ist heute auf Deutsch als Buch ganz normal zu erhalten. Das können Sie im normalen Buchhandel kaufen. Nicht nur die Literatur ist von Nitocris beeinflusst und inspiriert worden, sondern auch die Musik. Vor allem der Heavy Metal. Ich werde Ihnen im Folgenden einige Bands und Alben vorstellen, die von Nitocris beeinflusst worden sind. Auch die dazugehörigen Musikvideos werden wir hier unter dem Vortrag verlinken. Gehen wir zunächst in das Jahr 1984 zur Band Celtic Frost, eine Schweizer Thrash-Metal-Band, die in eben diesem Jahr 1984 gegründet wurde und sich 1993 zunächst aufgelöst hat. Es gab ein Revival von 2006 bis 2008. Celtic Frost hat wegweisende Einflüsse auf andere Metal-Bands der 80er und 90er Jahre geliefert. Und im ersten Album, Morbid Tales, hat man den ebenso genannten Titelsong, der sich mit Nitocris beschäftigt. Und wenn wir uns den Text anschauen, dann sind wir wieder in The Lurking Sphinx Dwells und so weiter, in den Räumen unterhalb der Sphinx und der Pyramide. Wir haben Yog-Sothoth genannt, Wesenheiten, die wir aus den Werken von H.P. Lovecraft kennen. Das heißt also, Celtic Frost bezieht sich auf die Überlieferung von Lovecraft, der sich wiederum auf die historischen Überlieferungen bezieht. Dann gibt es die australische Punk-Rock- und Metal-Band Nitocris, eine rein weiblich besetzte Band, die 1992 gegründet wurde. Das zweite Album aus dem Jahr 2000 hieß ebenfalls Nitocris. Ein Jahr später, im Jahr 2001, hat sich die Band wieder aufgelöst. Sie wählte ihren Namen auch aufgrund von H.P. Lovecraft, der Nitocris als die Königin der Unterwelt bezeichnet hat. In ihrer Musik und in ihrer Darstellung hat die Band Nitocris allerdings keinerlei Bezüge zu der altägyptischen Königin. Carl Sanders, geboren 1964, ist ein US-amerikanischer Sänger und Gitarrist, Mitglied der bekannten Death-Metal-Band Nile, die geprägt von ägyptischer Mythologie ist.
Er ist auch solo unterwegs und hat 2009 sein zweites Soloalbum Saurian Exorcism veröffentlicht. Darin findet sich der rein instrumentale Titel Slavery unto Nitocris, der auch sehr von orientalisch anmutenden Rhythmen begleitet wird. Ziemlich aktuell ist das Album The Queen with the Golden Hair von der Band Amoncetis, eine 2007 gegründete französische Progressive Heavy Metal Band. Ihr drittes Album aus dem Jahr 2020 widmet sich der Geschichte um Nitocris. Es trägt einen Einzeltitel, Nitocris, The Queen with the Golden Hair, aber auch die anderen Titel auf diesem Album beschäftigen sich mit der Legende von Nitocris, so wie sie von Herodot überliefert worden ist, also wiederum mit der rein historischen Überlieferung. Von der Musik machen wir noch einen Schritt weiter und schauen uns diese Gestalt an aus dem Spiel Fate Grand Order, einem japanischen Rollenspiel für das Handy aus dem Jahr 2015, das starke Anlehnungen an Anime und Manga zeigt. Es funktioniert rundenbasiert, man muss verschiedene Kämpfe mit unterschiedlich starken Karten und Charakteren ausfechten. Und es gab auch darauf basierend Filme und Serienadaptionen aus den Jahren 2016 und 2020. Einer der im Spiel und in der Serie auftretenden Charaktere, den sehen wir hier. Sie trägt den Namen Nitocris, hat aber bis auf eine ägyptische Anmutung und ein Waas-Zepter, was sie in der Hand trägt, nicht mehr wirklich viel mit unserer Königin zu tun. Nun sind wir wieder am Anfang angelangt. Nitocris, gab es sie? Gab es sie nicht? War sie ein Mann? War sie eine Frau? War sie eine von den Nachfolgern? Gab es einen Hörfehler, eine Verwechslung? Wir wissen es nicht. Als einziges Zeugnis für sie und für ihre Existenz haben wir dieses kleine Fragment aus dem Turiner Königspapyrus. Es steht zu hoffen, dass im Laufe der Zeit noch weitere Fragmente hier hinzugefügt werden können, dass sich in den Magazinen der Museen oder bei Ausgrabungen noch neue Sachen finden werden, die zur Existenz, zum Beleg der Existenz der Königin Nitocris beitragen können. Bis dahin wird sie Gegenstand der Forschung und vielleicht ein ewiges Rätsel bleiben. Allerdings hat sie eine unglaubliche kreative Energie ausgelöst und ist damit für sich selbst unsterblich geworden. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zu einem weiteren Vortrag.